Hallo zum Wochengruß 2224 aus der Jablonskistraße. Wobei, ich bin nicht in der Jablonskistraße, ich bin zu Hause auf dem Sofa, von wo ich auch immer die Webinare gebe. Und das liegt daran, wir hatten eine heiße Woche. Wir hatten eine heiße Woche im Modeling Master. Du weißt, die Temperatur wurde immer höher. Irgendwie heute waren es über 30 Grad. Wir waren am Ende alle so glühend und platt und wollten bloß noch nach Hause und der Regen droht, aber er kommt nicht, jetzt kühlt es wieder ab. Jedenfalls, das hat sich schnell aufgelöst und darum bin ich jetzt schon zu Hause und mache den Wochengruß von hier aus. Und es gibt von dieser heißen Woche viel zu erzählen. Also es war wirklich eine grandiose Woche im Modeling Master. Woche Mittwoch bis Sonntag. Unser Thema war der innere Raum, ausgehend von der Frage von Gunther Schmidt, in welcher Welt lebt dieser Mensch? Und da ist natürlich NLP die nach meiner Meinung allerbeste Methode, um die Frage zu klären, in welcher Welt jemand lebt. Und diese Frage nach der Welt, in der jemand lebt, ist zum einen die Frage nach den Submodalitäten auf Ebene 3. Wie groß ist der Raum? Wie ist der beschaffen? Damit haben wir uns beschäftigt. Wir haben uns beschäftigt mit der Timeline, der Zeitfläche oder der Zeitskulptur, die in diesem Raum sich bewegt und worin man sich bewegt. Also die Frage ist, bewege ich mich in der Zeit? Bewegt sich die Zeit durch mich? Habe ich Kontakt damit? Geht es von links nach rechts? Geht es von hinten nach vorne? Das macht sehr viel Unterschied. Und wir haben gemeinsam geübt, dass man, es geht nicht darum, wie ist deine Timeline? Die Frage ist ziemlich albern für einen NLPler. Es geht noch nicht mal um die Frage, wie möchtest du die Timeline denn designen? Sondern es geht um die Frage, wie möchtest du dir in jedem konkreten Augenblick, passend zu dem, was jetzt gerade ist, ob du zum Beispiel im Job bist oder privat, ob du mit Freunden feierst oder irgendein großes Ziel anpackst, wie ist die dazu passende Timeline in dem Augenblick? Es hat am Ende eine Teilnehmerin gesagt, dass sie gemerkt hat, wenn sie die Vergangenheit hinter sich hat, die von oben kommt, dann gibt ihr das unglaublich Schub für die Zukunft. Und mit der Gefahr, dass es vielleicht ein bisschen überhitzt, und wenn sie die Vergangenheit hier an der Seite hat und die Zukunft auf der anderen Seite, dann fühlt sich das balanciert an, aber möglicherweise nimmt das zu sehr den Schwung aus ihrem Leben. Und dann kam sie auf die Idee, sie braucht eine drehbare Timeline. Das heißt, mal ist das so und mal ist das so. Und genau da möchte ich die Leute ja einladen, dass sie hingehen, dass sie sich das halt einfach entsprechend wählen. Wir haben uns beschäftigt mit Glaubenssätzen, mit Werten, mit Selbstbild, mit ganz vielen Teilen des inneren Dialogs im Metamirror, um das eben auch zu üben. Wie gehen Menschen mit sich selbst innerlich um? Also auch da die Frage, in welcher Welt lebt einer? Und für mich der Höhepunkt dieser Woche war ganz bestimmt eine Übung, die dauert über einen Tag. Ich nenne das Problem Ressourcetransmutation. Da geht es darum, dass jemand ein Problem hat und die Frage im Hintergrund steht von Richard Bandler: Angenommen, dein Problem wäre ein Job und du hast 14 Tage Urlaub und ich soll dich vertreten. Bring mir bei, dass ich dein Problem so wie du habe. Was genau soll ich tun? Und das Coole an dieser Frage ist, dass sie halt das Problem als Leistung ansieht, also als eine Idee, du tust halt, stell dir mal vor, wenn du ein Problem hast, dann kommt Gott und die Welt, Freunde, Bekannte, Familie und versuchen dir das Problem wegzunehmen, zu lösen, dir zu helfen. Und das ist richtig eine Schufterei, gegen diese vielen wohlmeinenden Menschen das Problem zu verteidigen. Mir nimmt keiner mein Problem weg. Und drum, in einem großen Problem stecken große Qualitäten, große Fähigkeiten, da stecken große Ressourcen. Und jetzt ist halt die Idee, wenn man über, wir haben das mit Keith Johnson, Theatersport, vielen Spielen vorbereitet, mit humorvollen Spielen, wo wir so kleine Pseudo-Rollenspiele gemacht haben, weil es geht darum, dass man lernt, Emotionen einzusetzen, dass man Abstraktionen vom Chaos ins Ordnung und diese ganzen Knöpfe lernt zu steuern. Und dann höre ich mir von jemandem die Problemstrategie an, die kommt erstmal chaotisch, emotional, inhaltsschwer, ordne die, nehme die unangenehme Emotion raus, mache sie wesentlich abstrakter und plötzlich habe ich da eine Strategie vor Augen, die in sehr klaren Schritten halt beschreibt, wie macht man sich so ein Problem. Und da hatten wir eine sensationelle Demo mit Christian. Da ging es um die Frage, wie er es schafft, eine bestimmte Aufgabe, er hatte mehrere Beispiele, privat und beruflich, nicht
zu machen. Also quasi eine Prokrastinationsstrategie. Und das dauerte lange, halbe, dreiviertel Stunde, der Prozess. Du kriegst jetzt direkt das Ergebnis, weil ich finde das Ergebnis so sensationell. Das hat uns so viel auch als Gruppe beigebracht, dass ich denke, das muss ich weitergeben. Also der erste Schritt ist, er sieht das Problem. Er sieht quasi die Aufgabe. Er sieht das, was er lösen soll, und zwar als Standbild ein Stück von ihm weg. Wie gesagt, das Bild steht und er ist nicht drin in dem Bild. Also er sieht einfach nur das Problem. Im zweiten Schritt sucht er in sich nach Referenzen für eine Strategie, einen Lösungsansatz, den er schon mal gemacht hat, und findet nichts. Er hat es noch nie gemacht. Im dritten Schritt aktiviert er innerlich den Anspruch oder Wert, er muss es richtig machen. Im vierten Schritt geht er mit der Timeline in der Zukunft und überlegt sich die schrecklichen Konsequenzen, die ihm drohen, wenn er diesen Job nicht gut macht. Und vermutlich denkst du dir schon, das gibt aber kein gutes Gefühl bis dahin. Und deswegen ist der fünfte Schritt, dass er biografische Erinnerungen aufruft, die ihn darin bestärken, dass er die Regeln dieses Spiels nicht ändern darf. So macht man sich ein Problem. Da überlegt man allein die ersten beiden Schritte. Das heißt, er sieht eine Aufgabe, für die es keine Lösung gibt, und sucht in sich eine Lösungsstrategie, die er noch nie gemacht hat, und muss es aber richtig machen. Er ist auch komisch. Und dann haben wir halt rumgefragt, so nach dem Motto, das klingt aber komisch, und biografische Referenzen, und wo kommt das dann her? Und wenn du dabei gewesen wärst, hättest du gesehen, wie bei den Teilnehmern, bei einem nach dem anderen, plötzlich so flupp, die Lichter angegangen sind, und dann war es irgendwann, das stand da wirklich wie der große rosa Elefant im Raum, und irgendwann haben es alle gesagt, hey, das ist Schule. Das hast du in der Schule gelernt. Das ist eine Schulstrategie. Und wenn man die so beschreibt, in fünf klaren Schritten, also erstens, du bekommst eine Aufgabe vorgelegt, wo du nicht weißt, wie die zu lösen ist. Dann suchst du in dir nach Referenzen für die Lösung und du stellst fest, du hast das noch nie gemacht. Dann kommt der Anspruch, du musst es gleich richtig machen, dann kommt die Drohung, wenn du es falsch machst, setzt es was, und dann kommt die Gewissheit, du darfst die Regeln des Spiels nicht ändern. Ist das nicht verrückt, wenn man sich das so anhört und sich klar macht, das ist original, wie viele von uns Schule erlebt haben. So läuft Schule, nach diesen Regeln läuft Schule, und er trägt halt die Strategie noch in sich. Die Lösung war dann verblüffend cool, naheliegend und einfach, weil in so einem Fall kann man die Strategie einfach in der anderen Reihenfolge von unten nach oben nochmal machen. Ich habe gesagt, Schritt Nummer 1, also es ist jetzt der fünfte, Schritt Nummer 1, such Referenzerfahrungen dafür, wo du die Regeln des Spiels geändert hast. Er ist ein erwachsener Mann, er hat das natürlich, er hat oft genug im Leben die Regeln des Spiels geändert. Schritt Nummer 2, Timeline, Zukunft. Überleg dir, was alles Großartiges kommt, wenn du die Regeln des Spiels änderst. Schritt Nummer 3, finde einen passenden Wert. Richtig machen ist nicht der passende Wert. Er hat dann gesagt, eine Erfahrung machen. Schritt Nummer 4, suche die Referenzen, wo du Dinge ausprobiert hast, um eine Erfahrung zu machen. Schritt Nummer 5, sieh die zu lösende Aufgabe, nimm dich selbst ins Bild mit rein und bring Bewegung in das Bild. Das Coole war, wir haben das an einem aktuellen Thema mit ihm gemacht am Donnerstag, und er hat dann wirklich in den Pausen und den Abenden der Seminarwoche dieses Problem wirklich auch komplett gelöst und ist am Ende auch, weil er auf Zoom dabei war, für uns alle dokumentiert. Es war für mich extrem erfüllend. Es war so ein schöner Blog, das einfach mitzukriegen. Und mehrere haben in diesem Blog auch gesagt, für sie ist das Wunderbarste zu merken, dass NLP wirklich funktioniert. Ich gebe zu, dass es mir auch manchmal so geht, dass ich denke, das kann eigentlich, es scheint manchmal so unglaublich, wie du mit einfachen Kniffs, mit einfachen Änderungen innerer Bilder, mit einfachen Sätzen plötzlich Dinge löst, die vorher so unlösbar erschienen. Und das ist ja auch das Coole am Modeling. Wir arbeiten zusammen, wir lernen voneinander. Der eine hat eine Strategie dafür, der andere hat eine Strategie dafür. Ich habe am Ende auch mit den Teilnehmern nochmal geredet, wir wollen in den nächsten Monaten zusammen auch Themen modellieren. Das ist so großartig. Es gibt niemanden, der nicht irgendwo in irgendeinem Bereich kompetent ist. Es gibt auch niemanden, der in allen Bereichen kompetent ist. Das ist doch naheliegend, dass man
voneinander lernt und miteinander lernt und die Sachen verbindet. Ach, du merkst, ich könnte mich da in Rage reden. Okay, gut, reicht. Es ist schon so in 10 Minuten. Deswegen gleich mal so den Wochenrück- und Vorblick. Letzte Woche hatte ich am Dienstag einen Podcast auf dem Landsiedel-Kanal über Spiral Dynamic. Danke für die vielen positiven Feedbacks. Der war für mich so ein bisschen, mein erster Spiral Dynamic Podcast. Ich gehe jetzt ja neuerdings mehr mit dem Thema in die Öffentlichkeit. Es kommt auch am nächsten Donnerstag im Webinar-TV das Webinar von mir, das erste große Webinar über Spiral Dynamics. Das heißt, auch da werde ich mich dem Thema mehr und mehr nähern. Du weißt ja vermutlich auch Erlebniswochenende zum Thema zwei Freiheiten. Auch da geht es um Spiral Dynamics. Das Thema ist in den letzten 2 Jahren für mich mehr und mehr wichtig geworden und darum will ich es jetzt raustragen in die Welt. Da ein Hinweis noch zum Webinar-TV. Da gibt es im Augenblick auf der Landsiedelseite ein bisschen Schwierigkeiten mit den Anmeldeformularen. Je nachdem, mit welchem Endgerät, Laptop, Desktop, Browser, auf dem Handy, wie auch immer du auf die Seite gehst, kann sein, dass erst ein Pop-up aufgeht, wo du eingeladen wirst, dich für die World of NLP anzumelden und vermutlich bist du da schon da angemeldet. Und dann ist das doof, das Pop-up ist so groß, dass der Schließen-Knopf oben in der Ecke fehlt. Da hilft es, wenn du einfach die Seite aktualisierst. Dann kommst du aufs Anmeldeformular und es kann das gleiche Problem wieder auftauchen, dass das Anmeldeformular so groß ist, dass du nicht runterscrollen kannst zum Anmelde-Button. Das sind Programmierunvollkommenheiten, an denen das Team von Stefan Landsiedel wirklich gerade arbeitet, das zu lösen. Du kannst das Fenster verkleinern oder ganz einfach, wenn du mitmachen möchtest bei dem Webinar und du kannst dich nicht anmelden, schick mir einfach eine E-Mail, info@ralfstumpf.de und dann kriegen wir das irgendwie hin, dass du da in das Webinar mit reinkommst, weil das wäre ja doof, wenn das irgendwie an irgendwelchen Pop-ups oder so scheitert. Jetzt am Dienstag kommt ein Podcast, der ist auch auf Wunsch, weil ich hatte jetzt ja 2 Podcasts zum Thema Lernen und am Ende war halt noch die Frage übrig, was kann man denn jetzt Kindern raten, die in die Schule gehen, so wie die Schule halt im Augenblick ist. Und ich habe ja früher auch viel Kinder, Jugendliche, Studenten gecoacht zum Thema, wie lernt man in dem System, arbeite jetzt auch halt mit meiner Tochter an dem Thema. Und darum werde ich einen Podcast am Dienstag veröffentlichen, wo es speziell darum geht, mit welchen Strategien kommt man denn gut durch diese Systemschule durch, wie kann man das für sich nutzen. Donnerstag, wie gesagt, das Spiral Dynamics Webinar. Newsletter geht über Optimismus im Augenblick, kriege ich auch gutes Feedback, vielen Dank. Die Abozahlen steigen jede Woche, ich hatte noch nie, also ich freue mich auch sehr zu merken, wie dieser wöchentliche Newsletter, in dem echt Arbeit steckt. Die Texte dauern zum Teil echt lang, die zu schreiben, aber ich komme dann auch nicht mehr davon weg. Dann feile ich noch und denke, na, das geht noch besser, ich kann es noch besser darstellen. Ich habe meine Feedback-Gruppe, die maulen dann auch auf rum, sagen, das ist nicht gut formuliert, muss ich nochmal überändern. Aber es macht Spaß und darum mache ich es auch. Und was mich halt freut, ist, dass die Abo-Zahlen steigen, sehr kontinuierlich, jetzt seit einem Jahr, eineinhalb Jahren. Also ich merke auch immer wieder, und ich gebe den Tipp gerne weiter, einen langen Atem zu haben, lohnt sich wirklich. Bei den Webinaren war es ungefähr ab dem 50., dass ich mir dachte, ich kann es jetzt. Bei dem Podcast habe ich mir gleich von vornherein 20 gesetzt, wo ich gesagt habe, so ab 20 habe ich das Gefühl, ich habe es drauf, war auch ungefähr 20, der 50. wird noch besser sein. Lange Timeline. Erfolg ist in meiner Welt kein Sprint. Erfolg ist noch nicht mal ein Marathon. Erfolg ist eher so eine Trekkingtour oder eine Karawane, sowas in der Richtung. Das Tempo ist auch entscheidend, aber viel entscheidender ist es, auf dem Weg zu bleiben und einfach kontinuierlich. Und dann arbeitet irgendwann die Zeit für dich und es fügt sich alles. Okay, das war's für heute. 14 Minuten, gute Zeit. Ich freue mich, dass du das angeguckt hast. Ich freue mich, wenn wir uns vielleicht am Erlebniswochenende sehen oder du den Podcast hörst, das Webinar guckst, den nächsten Wochengruß, den Newsletter liest. Es gibt so viele schöne Sachen. Es werden immer mehr schöne Sachen. Ich freue mich, dass du dabei bist, dass du den Kontakt hältst und damit wünsche ich dir eine schöne, heiße oder auch kühle, wie auch immer, jedenfalls großartige Woche und freue mich, wenn wir uns am nächsten Sonntag spätestens wieder zum nächsten Wochengruß sehen. Bis dann, schöne Woche. Tschüss.